Ganz neue Möglichkeiten eröffnen sich in der drahtlosen Welt. Internet of Things, Monitoring and Control, Automated Meter Reading. Drei Bereiche, in denen Wireless Connectivity eine sehr große Rolle spielt. Die Amber Wireless GmbH, ein Experte in Sachen drahtloser Datenübertragung, bietet verschiedenste Funkmodule in den Standards Bluetooth und Wireless M-Bus an. Außerdem hat sich das Unternehmen mit Sitz in Trier auf die Entwicklung proprietärer Funklösungen spezialisiert. Und was bedeutet das genau? Wir haben bei denen nachgefragt, die es wissen müssen. Wir passen unsere Standardfirmware ihren Bedürfnissen an und integrieren diese in unsere Produktionsprozesse. Das heißt, sie bestimmen ihr Produkt mit. Was ist für Sie das Besondere an Amber Wireless? Das Besondere an Amber Wireless ist für mich, dass wir unsere Kunden unterstützen auf dem Weg zur Drahtlosigkeit. Dies bedeutet, wir übernehmen die Pflichtenhefterstellung, die Dokumentation und liefern dem Kunden auf Wunsch sogar Prototypen taugliche Erstmuster. Darüber hinaus sind wir in der Lage, unsere Firmware individuell an ihre Bedürfnisse anzupassen. Es geht sogar so weit, dass wir ihre Software mit unserer Firmware verheiraten können und diese letztendlich auf den Chip aufbringen und ihnen somit ein Bauteil ready to go anbieten können. Welche Potenziale wird Wireless Connectivity in Zukunft bieten? Ich vergleiche das Thema Wireless Connectivity ein Stück weit mit der industriellen Revolution. Die Möglichkeiten, die sich zukünftig bieten werden im Bereich IoT, Monitoring and Control oder Automated Meter Reading, sind nahezu unbegrenzt. Ich erinnere hier an das große Stichwort Industrie 4.0. In Zukunft werden Maschinen um ein Vielfaches mehr miteinander kommunizieren, als wir uns das heute auch nur vorstellen könnten. Für mich bedeutet das letztendlich eins: The future is wireless. Was zeichnet die Firma aus? Was zeichnet Amber Wireless aus, ist in meinen Augen ganz klar das Team. Natürlich die alten Kollegen, die wir durch den Zukauf dazugewinnen konnten. Die hohe Motivation von den Kollegen, aber auch bereits die vielen Neueinstellungen, die wir vornehmen konnten. Richtung Kunde ist für uns ganz wichtig, die Auszeichnung des Serviceführers zu haben, innezuhalten. Das heißt, wir bieten unseren Kunden nicht nur Lösungen an, sondern Funktionen. Wir fragen die Kunden ab, was sind eure Probleme, und darauf basierend beraten wir und bieten Funktionen an. Amber hat ja ein neues 868 MHz Long-Range-Funkmodul auf den Markt gebracht. Was unterscheidet dieses von den Konkurrenzangeboten? Ist ganz klar der Long-Range-Mode. Wir können bis 10 Kilometer Daten übertragen. Wir haben dabei bei diesen 10 Kilometern einen sehr geringen Stromverbrauch von maximal 17 mA bei 10 dBm Ausgangsleistung. Wir bieten im Gegensatz zu dem Wettbewerb unseren eigenen Firmware-Stack an. Das heißt, hier kann der Kunde tatsächlich auch mit dieser Firmware alleine arbeiten. Wir können Mesh-Netzwerke aufbauen, also sehr große Netzwerke. Und natürlich ist es Footprint-compatible zu den Vorgängermodellen. Das heißt, der Kunde kann sein altes Modul einfach durch das neue ersetzen und kann damit die Lösung sehr, sehr schnell auf neue Module upgraden. Eine weitere Neuheit ist das Bluetooth-Smart-Modul. Was ist das Besondere daran? Das Besondere an unserem Bluetooth Low Energy, also Bluetooth 4.2 Modul, das AMB 2621, ist einerseits das Easy-to-Use Command Interface, also der Kunde muss nicht sehr tief in die Softwareprogrammierung einsteigen. Wir haben auch hier einen sehr geringen Stromverbrauch von maximal 5,3 mA bei voller Ausgangsleistung. Und was für den Kunden sehr, sehr sinnvoll ist natürlich, die sogenannten SPP-like-Profile, die seit Bluetooth 2.0 abgeschalten sind, implementieren wir von Haus aus direkt in das Modul. Welche Produkte sind gerade in der Entwicklung? Wir arbeiten ganz klar an WLAN-Lösungen und wir versuchen in dem Bereich des Internet of Things mit dem Bereich Narrowband IoT Richtung Ende des Jahres, spätestens Mitte Ende des Jahres, auf den Markt zu kommen. Ein kleines, aber richtungsweisendes Unternehmen mit großem Potenzial und tollen Produkten. Was sagt das Team dazu? Amber ist großartig. Es ist schön, in einem Team zu sehen, wie so viele Leute zusammen an einem Strang ziehen. Es ist fabelhaft, was man mit unseren Funkmodulen für Geschichten erzählen kann. Zwei kleine Module kommunizieren miteinander und setzen ganze Prozesse in Gang. Ich denke oft, es ist unmöglich, aber das ist es nicht. Ich bin bei Amber, weil mich die Lösungen des Unternehmens sehr überzeugen. Das Unternehmen ist modern und innovativ. Mir macht es Spaß, diese Lösung den Kunden zu präsentieren. Mach's kurz. Der Spezialist in Wireless Connectivity, das ist Amber. Es bleibt auf jeden Fall spannend in der Welt von miteinander kommunizierenden Maschinen, Internet of Things und Co. In welche Richtung die Entwicklungen zukünftig noch gehen werden, wird sich zeigen. Tatsache ist, Amber hat hier klar ein Wörtchen mitzureden.